Ja, herzlich willkommen wieder zum neuen Video. Ich bin Sebastian und wo stehen wir? Wir stehen vor unserer Imkerei Goldblüte. Heute wollen wir uns ein bisschen mit dem Bienenfutter im Frühjahr beschäftigen. Wer kennt es nicht, die letzten Tage, heute jetzt nicht, da regnet es und stürmt es. Die letzten Tage waren super warm, also für uns so super warm. Sagen wir mal so 10 Grad, 12 Grad Sonnenschein. Bienen sind geflogen, es war richtig schön. Man freut sich als Imker, wenn die Bienen dann schön fliegen, zum ersten Mal wieder, zum zweiten Mal in diesem Jahr. Und da gilt es halt aufzupassen, weil klar ist, die Bienenvölker können dann immer noch verhungern. Das blüht in der Natur noch nicht so, dass sie einen nennenswerten Nektareintrag haben. Ich habe es zwar auf Instagram mal gezeigt, bei uns blüht schon eine Kirsche und ich muss mal hier ein bisschen mit dem Wind aufpassen. Aber das ist ja jetzt nicht so, dass die Bienen das nutzen können und da Nektar sammeln und ihre Vorräte anlegen. Da sind wir ja schon noch ein bisschen weit davon entfernt, ein paar Wochen. Und verhungern können sie noch und das ist umso ärgerlicher. Ist mir auch schon passiert, habe ich ja auch im Dezember, ist mir das mal im Winter passiert, mir ist auch schon im Frühjahr passiert und das ist einfach mehr als ärgerlich, weil eigentlich freust du dich, wow, cool, ich habe die Bienenvölker super geil durch den Winter gebracht und jetzt geht's los und dann verhungern sie dir. Ja, und deshalb schaue ich einfach Anfang März, oh, ich hoffe, das geht mit dem Wind, deshalb schaue ich einfach Anfang März bei den Bienenvölkern nach, wie viel Futter drin ist. Wir suchen uns einen anderen Platz. So hoffen wir, dass hier besser ist. Also deshalb schaue ich einfach Anfang März nach bei den Bienenvölkern, wie viel Futter noch drin ist. Mache ich bei jedem Bienenvolk. Ich hebe das auch nicht an, sondern ich schaue rein. Klar, am liebsten natürlich bei Flugwetter. Bei Flugwetter, oh, dieser Wind. bei Flugwetter sticht die Biene nicht so gern. Also ist sie besser gelaunt. Müssen wir mal so rumprobieren, ist da besser windgeschützt. Ist die Biene besser gelaunt. Macht sie nicht so einen Aufstand. Ist auch für einen Imker einfach schöner. Ne? Deshalb nach Möglichkeit schaue ich rein. Und warum schaue ich rein und hebe nicht nur an, sondern weil ich auch wissen will, wo ist das Futter. Das Futter soll ja da sein, wo die Biene sitzt und nicht auf der anderen Seite vom Kasten, jetzt übertrieben gesagt. Und das merke ich halt beim Anheben nicht, das merke ich nur, wenn ich reinschaue. Das stört die Bienenvölker nicht. Machen wir bei schönem Wetter, zack, zack, fertig, reingeschaut, kontrolliert, alles ist gut. Habt ihr eigentlich schon gemerkt, was Bienenfutter mittlerweile kostet? Ein rasanter Preisanstieg. Bisher hat es mir noch keiner so wirklich erklären können. Also wenn da einer vielleicht Bescheid weiß, dann schreibt es doch einfach gerne mal in die Kommentare, warum das so ist. Also so extrem vor allem auch. Ne? Zurück zum Thema. Auf jeden Fall, für mich persönlich sage ich Bienenvolk in Monaten, wo es brütet, ganz einfach mache ich mir das da bin ich faul. In Monaten, wo es brütet, es regnet hier. Ah. In Monaten, wo es brütet, rechne ich einfach 3 Kilo. Ja, verbraucht das Bienenvolk, wenn das brütet. Jetzt haben wir Anfang März, April noch und Mai dann nicht mehr. Also sind wir mal summa summarum, so sagen wir 6 Kilo, weil zweifelsohne Bienenvolk brütet jetzt schon. Also brauchen wir noch 6 Kilo. 6 Kilo wollen wir da drin sehen. Die müssen einfach da sein. Jetzt ist es natürlich so, das hängt ja natürlich auch von der Volksstärke ab. Diese 6 Kilo ist jetzt für mich ein Volk, wo gut beisammen ist, wo stark ist, wo der Laden praktisch brummt. Wenn das Volk schwächer ist, kommen wir ja natürlich auch mit weniger Futter über die nächsten 2 Monate, bis eben die Kirsche, der Apfel, was auch immer dann als erstes blüht, da richtig Nektareintrag hergibt. Jetzt ist es ja aber auch so, wenn ich mir das Bienenvolk anschaue, manchmal mache ich die Waben auch nicht auseinander, sondern gucke nach von oben einfach rein. Ich weiß ja auch nicht, sind es jetzt 5,5, sind es 6 Kilo, sind es 4 Kilo. Ist mir letztendlich auch egal, Pi mal Daumen machen wir das. Und dann funktioniert es eigentlich ganz gut. Da mache ich jetzt nichts mit der Waage. Wenn Futter fehlt, füttere ich das eigentlich immer oder habe ich das immer mit dem Nikofütro einfach von oben gegeben. Flüssiger oder Futterteig, ist ja letztendlich egal.
habt da jetzt aber ein bisschen eine Umschwenke drin oder wird es in Zukunft vielleicht zum Teil bei manchen Völkern anders machen? Und zwar werde ich mir Futtertaschen kaufen für Tatant. Und einfach die Überlegung ist die, ich habe ein paar Sachen, wo der Sheet langsam durch ist, wo der Sheet fertig ist. Neuer Sheet kostet zwischen 8 und 9 Euro. Diese Futtertasche kostet zwischen, weiß ich nicht, 12, 13 Euro. Ist für mich eine Überlegung. Kaufst du statt zum Sheet einfach eine Futtertasche? Bist du da flexibler? Und ich kaufe die beim Grazer. Ne, Graz ist ja hier praktisch 4 Kilometer von mir weg. Ist, glaube ich, die älteste Fabrik für Bienenzuchtgeräte, wie es damals geheißen hat, in Europa oder in Deutschland. Ja, sind super coole Typen, 4 Kilometer von mir weg. Ich mache euch den Link mal unten rein. Da bekomme ich einfach diese Futtertaschen, die werde ich als Sheet benutzen. Und mein Gedanke ist, aber wenn es einer sagt, hey, ich will ein Thermosheet, ne, Thermosheet ist ja noch mal teurer wie ein normaler Sheet, dann kann man da vielleicht ja auch einfach eine Dämmplatte reintun. Ne? Jetzt bin ich nicht so der Thermosheet-Freund bisher in meinem Leben gewesen, aber vielleicht ist das ja irgendwie so eine Option, wo man dann mal gerne nutzt. Und das Nachfüttern wird einfach direkt am Bienensitz möglich, was vor allem bei schwachen Einheiten dann doch besser ist, wie wenn man es von oben über diesen Nikofütterer macht. Vielleicht kriegt man es auch hin, bei kälteren Temperaturen die Futterabnahme ein bisschen besser hinzubekommen, weil das ist natürlich oben beim Nikofütterer brauchen wir schon ein bisschen Temperatur, dass die Bienen da auch hoch. Schauen wir mal, mein Wetter ist jetzt wirklich alles andere als optimal, aber lasst uns mal in den Bienenvolk reinschauen. Ne? Können wir machen. Also wir haben zwar Sturm und immer wieder Regenschauer, aber wir haben es relativ warm, ne? 10 Grad. Also insofern machen wir das kurz, weil, hat für mich auch den Vorteil, morgen habe ich Imkerkurs da hinten an den Bienenvölkern und ist ja schon ein bisschen vorteilhaft, wenn der Referent weiß, was im Kasten passiert, zumindest einer, ne? Dass man an einem schon mal Bescheid weiß, weil wir machen das ja so, das machen die Leute in Kleingruppen dann selber. Und wenn ich da schon mal einen kleinen Wissensvorsprung habe, ne, dann und da machen wir das natürlich meine Kompetenz. Also lasst uns kurz reinschauen. Wo ich den Raucher gerade angezündet habe, was mir noch eingefallen ist, ich habe jetzt in den letzten Tagen 2 Zuschriften bekommen, wo es geheißen hat, die Königin, wo wir letztes Jahr bei dir gekauft haben. Also insofern, wer noch Königin haben will, Link ist auch unten. Ne? Ein bisschen Werbung in einer Sache. Verbrauchen mehr Futter oder haben mehr Futter verbraucht, wie die ich bisher habe. Das ist ein Thema. Man sagt ja auch, Backfastvölker verbrauchen mehr Futter wie die Karnika-Völker. Würde ich jetzt so persönlich nicht sagen. Ne? Für mich ist dieser Futterverbrauch einfach abhängig von der Volksstärke. Das sind so meine Erfahrungen. Fertig aus. Ne? Starkes Karnika-Volk verbraucht auch viel Futter. Ein Backfastvolk, ein starkes, verbraucht auch viel Futter. Ein schwaches Backfastvolk verbraucht weniger Futter. Ne? Vielleicht, also da kommt dann schon noch dazu, dass sie vielleicht auch ein bisschen anderes Brutverhalten hat, ne? Dass die Backfastbiene eher dazu neigt, ein größeres Brutnest im Winter zu haben. Aber tendenziell ist für mich dieser Futterverbrauch in allergrößter Linie erstmal abhängig davon, wie stark ist ein Bienenvolk. Ein junges oder ein kleines Bienenvolk verbraucht weniger Futter. Und deshalb auch würde ich diese Sache einfach damit beantworten, dass das nicht meine Königin ist, also indirekt schon meine Königin ist, die mehr Futter verbraucht, sondern dass es einfach das stärkere Volk ist, das vielleicht aus der Qualität der Königin resultiert, das mehr Futter verbraucht. Ich hoffe, das war jetzt irgendwie so würde ich einfach oder so habe ich einfach, weiß ich gar nicht, ob ich die E-Mail schon geschrieben habe, auf jeden Fall so würde ich die Frage einfach beantworten. Die Volksstärke ist eigentlich die Hauptursache für diesen Futterverbrauch und dann natürlich dieses Überwinterungsverhalten. Ne?
Aber da spielt dann ja auch wieder die Lage mit rein. Man sagt immer, die Backfastbiene macht das und jenes und die Kanika-Biene macht dies und jenes. Aber es gibt ja zig verschiedene Backfastlinien und zig verschiedene Kanika-Linien. Und es gibt hier bei uns den Schurwald mit seinen 470 Meter. Es gibt 200 Meter Überwinterungsstandorte in Weinbergen. Es gibt 0 Meter an der Nordsee. Es gibt, also das hat ja auch alles Einfluss auf den Futterverbrauch. Deshalb würde ich es mir da auch gar nicht so kompliziert machen. Ändern können wir es nicht. Und ob die Bienenvölker jetzt ein Kilo mehr Futter brauchen oder nicht, wenn es daran happert, dann muss man weniger, ein Bienenvolk weniger halten. Dann passt es auch wieder. So, jetzt schauen wir aber. Schön, nutzen wir die Regenpause und flitzen zum Bienenvolk da nach hinten. So, da sind wir. Jetzt nehmen wir einfach mal hier das erste gleich. Da steht so irgendwas drauf, irgendwas, wo drauf steht. Oh! Das ist aber eine kleine Kugel. Kommt mal her, wir wollen uns da nicht lang aufhalten bei dem Wetter. Kleine Kugel haben wir hier. Hier ist der Sheet. Biene, Futterwabe, da sehe ich, da ist Futter drin. Hier schon keins mehr drin. Also ist auf jeden Fall was, da müssen wir füttern. Ne? Zweifellos, Bienenvolk kann der Imkerkurs morgen füttern. Jetzt, da brauchen wir gar nicht weiter gucken. Jetzt gucken wir einfach uns hier mal das, boah, ist das ein Wind? Ein Wind, und aber solange es trocken ist, lasst uns hier mal reinschauen. Ist auch eine Portion, oh, kommt her. Vier Waben, dann kommt der Sheet. Der Sheet ist ein bisschen weggerutscht. Ist auch, kann man auch Futter reintun. Kann man auch Futter reintun. Zweifelsohne. Ja. Also ich hoffe, dass es bei euch, boah, jetzt kommt der Wind wieder. Also ich hoffe, dass es bei euch auch gut aussieht bei der Überwinterung, dass ihr mit dem Futter klarkommt, und wünsche euch, es fängt an zu regnen, und wünsche euch in diesem Sinne dann auch alles Gute, viel Erfolg und bis zum nächsten Mal. Ach so, das nächste Video, nächsten Sonntag, geht dann ein bisschen über, wie werde ich Imker, und ja, Möglichkeiten, verschiedene Imkerkurse, wie auch immer, wie ich das geworden bin. Da reden wir nächsten Sonntag drüber.